und rufe auf den Tagesordnungspunkt 1. Das ist die Fragestunde. Aus der letzten Fragestunde ist noch verblieben die Frage 446. Fragesteller ist der Kollege Bijan Kaffenberger. Herr Kollege Kaffenberger, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, wie konnte es insbesondere vor dem Hintergrund der gebotenen Distanzbeschulung zu der erheblichen Störung des Schulportals am 16. Dezember kommen? Herr Professor Lorz. Herr Abgeordneter Kaffenberger, mit dem Schulportal Hessen wird allen hessischen Schulen eine digitale pädagogische Lern- und Arbeitsplattform von Landesseite angeboten, die die Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern und den sicheren Austausch von Unterrichtsmaterialien und Lernergebnissen ermöglicht. Derzeit wird das Schulportal ausgebaut. Durch eine Verbesserung der technischen Infrastruktur ist es bereits möglich, allen Schulen einen Zugang zum Schulportal bereitzustellen. Aktuell nutzen etwa 90% der Weiterführenden und 50% der Grundschulen das Schulportal. Vor der Benutzung müssen sich die Schulen nur über die Schulportal-Webseite einmalig registrieren. Das Schulportal Hessen wurde als den Präsenzunterricht begleitendes Instrument entwickelt. Die notwendige Systemleistung für einen Lockdown war somit in der Skalierung der Soft- und Hardware ursprünglich nicht berücksichtigt. Seit Beginn des ersten Lockdowns wurde deshalb intensiv an der Softwarearchitektur sowie an der Erweiterung der Serverkapazitäten gearbeitet. Dazu mussten Ausschreibungsverfahren durchgeführt und neues Personal eingearbeitet werden. Da dieser Ausbau zum 16. Dezember 2020 noch nicht vollständig abgeschlossen war, kam es zu überlastungsbedingten Störungen des Systems, die jedoch kurzfristig behoben werden konnten. Seit Januar 2021 arbeiten jetzt zu Höchstzeiten rund 100.000 bis 120.000 Schülerinnen und Schüler gleichzeitig mit dem Schulportal, wobei rund 500.000 Schülerinnen und Schüler über eine Zugangsberechtigung zum Schulportal verfügen. Ich darf darüber hinaus auf das Nachrichtenmagazin Focus verweisen, das am 11. Januar 2021 in einer Übersicht über alle digitalen Lernplattformen der 16 Länder zu dem Ergebnis kam, dass das hessische Schulportal zum genannten Stichtag die einzige digitale Lernplattform ohne Probleme war. Insofern war der 16. Dezember 2020 tatsächlich ein singuläres Ereignis, aus dem wir aber sehr gute Lehren gezogen haben. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Herr Kollege Kaffenberger hat eine Zusatzfrage. Drücken Sie mal, danke. Vielen Dank, Herr Staatsminister, für Ihre Ausführungen. Vor dem Hintergrund frage ich Sie noch mal, es kam jetzt ja schon öfter zu solchen Störungen und es steht ja auch die Frage im Raum, dass es dabei zu Datenverlusten kam. Jetzt würde ich Sie daher vor diesem Hintergrund fragen, ob es denn ein Backup-System für das Schulportal und insbesondere für die darin enthaltene Schulmoodle-Software gibt. Herr Minister. Herr Abgeordneter, das Schulportal ist auf dem technischen Stand auch mit allen erforderlichen Backup-Systemen ausgestattet. Trotzdem ist es natürlich ein komplexes System, das kontinuierlich in allen Funktionsbereichen weiterentwickelt wird. Wir haben ja zur Bewältigung der Pandemie vor allem die technische Basis des Schulportals verändert, um der erhöhten Nutzung gerecht zu werden. Das Schulportal wird in BSI-zertifizierten Rechenzentren betrieben, deren Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich auf dem neuesten Stand gehalten werden. Trotzdem kommt es natürlich wie bei jedem IT-System immer wieder zu Störungen, die aber bisher auch noch immer kurzfristig behoben werden konnten. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es weitere Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann rufe ich auf, Frage 447, Fragestellerin, bitte. Herr Kaffenberger, Sie dürfen noch mal, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Staatsminister, danke auch für diese Ausführung. Ich entnehme denen, dass es ein Backup-System gibt, hätte aber trotzdem noch eine Frage zu einer weiteren Funktion. Wir diskutieren ja schon länger über das Thema Videofunktion. Sie haben auch angesprochen, dass Ausschreibungsprozesse eine Weile dauern. Ist denn die Leistung, die ausgeschriebene Leistung der Videofunktion für das Schulportal, für den Distanzunterricht, der auch dringend notwendig ist, ist da eine Ausschreibung erfolgt und beziehungsweise eine Beauftragung? Also ist diese Funktion schon vergeben und wann können wir damit rechnen? Herr Professor Lorz. Herr Abgeordneter, das Verfahren ist im Gange. Den exakten Stand vom heutigen Tage kann ich Ihnen jetzt natürlich nicht aus dem Kopf sagen. Aber unsere Planungen sehen nach wie vor, dass es zum Beginn des neuen Schuljahres verfügbar sein soll. Und bisher habe ich noch keine Informationen, die darauf hindeuten, dass das in irgendeiner Form in Frage stehen würde. Vielen Dank, Herr Minister. Zusatzfrage, Kollege Degen. Ja, vielen Dank. Ich würde das gerne mal präziser nachfragen. Herr Minister, kann ich davon ausgehen, dass zum Beginn des neuen Schuljahres, also im August 2021, dann wirklich alle Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte
zum Unterrichtsbetrieb, also im Zweifel gleichzeitig das Videokonferenztool nutzen können? Herr Minister. Herr Abgeordneter Degen, die Ausschreibung läuft darauf hinaus, dass dieses Videokonferenzsystem auch wirklich für die komplette Zahl von Schülerinnen und Schülern einsetzbar ist. Ich setze darauf, dass wir in dem Ausschreibungsverfahren das auch so überprüfen werden, dass wer immer dann als Firma, als Dienstleister das übernehmen wird, auch die entsprechende Leistung bereitstellen wird. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es weitere Fragen? Jetzt ist das in der Tat nicht mehr der Fall. Dann rufe ich auf die Frage 447. Fragestellerin ist die Kollegin Löber. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, welche Schwierigkeiten gibt es derzeit innerhalb der hessischen Kommunen, das Online-Zugangsgesetz bis Ende 2022 umzusetzen? Herr Staatsminister Beuth. Frau Abgeordnete, meine Damen und Herren, keine, mit denen die Landesregierung die Kommunen alleine lassen würde. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Kaffenberger. Ja. Vielen Dank, Herr Staatsminister, für diese kurze und knappe Aussage. Aber gerade vor dem Hintergrund, dass wir in Bezug auf das Thema Impfen, aber auch in Bezug auf den Wortmanager jetzt das ein oder andere Problem bei der ECOM 21 in den letzten Tagen hatten, würde mich schon die Frage interessieren, ob Sie grundsätzlich keinen weiteren Bedarf seitens der Landesregierung sehen, die Kommunen bei der Digitalisierung zu unterstützen. Herr Minister. Ich wusste, dass ich darauf vertrauen konnte, dass Sie noch mal nachfragen. Deswegen will ich Ihnen dann auch in vollem Umfang sozusagen noch ein paar Auskünfte darüber hinausgeben, dass ich im Moment zumindest mal keine Sorgen sehe, so wie ich es gerade gesagt habe, womit wir die Kommunen alleine lassen würden. In der Tat ist es so, dass wir mit der ECOM 21 an vielen Stellen zusammenarbeiten, aber auch nicht nur mit der ECOM 21. Und wir sind dabei, die Kommunen auf das OZG oder dabei zu unterstützen, dass sie sich auf das OZG entsprechend vorbereiten können. Das Online-Zugangsgesetz verpflichtet Bund und Länder und Kommunen, ihre Verwaltungsleistungen bis zum 31. Dezember 2022 auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Oberstes Ziel ist es dabei, den Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und sonstigen Organisationen verständliche und effiziente elektronische Formulare zur Verfügung zu stellen, mit denen sie die jeweils zuständige Behörde jederzeit sicher und online erreichen können. Die Digitalisierung der Verwaltungsleistungen betrifft in Hessen die Landes- und die Kommunalverwaltung. Das Ziel ist mithin einigermaßen ambitioniert. Etwa die Hälfte der zu digitalisierenden Verwaltungsleistungen nach heutigem Stand, das entwickelt sich auch immer ein bisschen weiter, sind dies 471 Leistungen, die im Vollzug der Kommunen liegen. 471. Die kommunalen Gebietskörperschaften müssen erhebliche Anstrengungen unternehmen, um diesen gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. Die drei wesentlichen Herausforderungen, die sich durch das OZG generell für die Landkreise, Städte und Gemeinden ergeben, sind die Bereitstellung und der Betrieb der notwendigen digitalen Infrastruktur, die Rekrutierung bzw. die Fortbildung des erforderlichen Personals und die Modellierung der digitalen Verwaltungsleistungen. Bei der Bewältigung dieser Verpflichtung unterstützt das Land Hessen die Kommunen gezielt durch geeignete Maßnahmen, von denen ich ein paar nennen möchte. Hessen unterstützt die hessischen Landkreise, Städte und Gemeinden durch die Finanzierung und die Koordinierung der OZG-Umsetzung. Eine kommunale Umsetzungsplanung bis Ende 2022 zur Erfüllung der Vorgaben des OZG ist erstellt und wird gemeinsam mit den Kommunen und den drei kommunalen Spitzenverbänden verfolgt. Die kommunalen Spitzenverbände werden durch eine eigens eingerichtete Koordinierungsstelle vertreten. Hessen finanziert fast alle Stellen der Koordinierungsstelle und stellt ihr die komplette Büroinfrastruktur zur Verfügung. Zweitens, Hessen finanziert die zentrale Entwicklung und den zentralen Betrieb von Online-Anträgen über eine beim kommunalen Dienstleister vorhandene und standardmäßig zu nutzende Digitalisierungsplattform. Fachleute aus den Fachministerien, Fachleute für Verwaltungsdigitalisierung aus meinem Hause stehen während der Entwicklungsphase mit ihrer Expertise zur Verfügung und sorgen für rechtskonforme und qualitätsgesicherte Ergebnisse. Die Kommunen können mit wenig eigenem Aufwand diese Online-Dienste mitnutzen. Drittens, Hessen fördert mit rund 1,62 Millionen Euro die Digitalisierungsberatung zum Aufbau eigener Digitalisierungskompetenzen in den Kommunalverwaltungen. Mit einem für die Kommunen komplett kostenfreien Beratungsangebot ist die Digitalisierungsberatung speziell
auf die Erfordernisse der Kommunen zugeschnitten. Die Beratung reicht von den Grundlagen des OZG bis hin zur Beratung einer Volldigitalisierung. Die Beratung wird von den Kommunen stark angefragt. Seit dem Start des Förderprogramms im Herbst 2020 wurden bereits 186 Digitalisierungsberatungen gebucht. Das ist so grob ein Drittel der hessischen Kommunen. Viertens, Hessen fördert im Programm interkommunale Zusammenarbeit, die Landkreise und Kommunen gezielt bei der gemeinschaftlichen Einstellung und Ausbildung von IT-Fachpersonal, um die zentral entwickelten Anträge in allen Kommunen zu implementieren. So wird IT-Sachverstand in die Kommunen gebracht, der die entwickelten Lösungen für die jeweilige Verwaltung anpasst. Übrigens ein Gedanke, der sich aus unseren Veranstaltungen mit den Kommunen ergeben hat, wo die Kommunen selbst gesagt haben, also insbesondere die kleinen Kommunen gesagt haben, wir haben überhaupt nicht das Personal, um nur den kleinen Aufwand zu machen, dass wir Digitalisierungstools, die uns zur Verfügung gestellt werden, überhaupt in unsere Verwaltungsportale implementieren können. Wir haben das aufgegriffen und haben, wie gesagt, über IKZ da ein entsprechendes Angebot gemacht. Fünftens, Hessen fördert finanziell mit rund 1,5 Millionen Euro 15 Vorhaben in sogenannten OZG-Modellkommunen. Die hessischen kommunalen Spitzenverbände haben 15 OZG-Modellkommunen ausgewählt, deren Konzeptionen, Online-Assistenten, Schnittstellen oder digitalen Prozesse nach dem Prinzip einer für alle, allen Kommunen in Hessen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Hervorzuheben ist auch die intensive Kommunikation meines Hauses mit den Mandatsträgern in allen Kommunen. Mit Präsenz- und Videokonferenzen steht das Land und steht die Koordinierungsstelle seit etwa einem Jahr im engen Austausch. Die Umsetzung des OZG kann nur gelingen, wenn die Verwaltung aus Bund, Ländern und Kommunen, Ebenen und ressortübergreifend in arbeitsteiliger und strukturierter Weise zusammenarbeiten. Das Land Hessen und die hessischen Kommunen teilen diese Auffassung. Wir unterstützen die Kommunen in diesem Sinne bei der Umsetzung des OZG im Rahmen einer vertrauensvollen und konstruktiven Zusammenarbeit. Und mithin, glaube ich, mit Recht am Anfang gesagt zu haben, nein, wir lassen da niemanden im Stich. Vielen Dank, Herr Minister. Nächste Zusatzfrage ist die Kollegin Löber. Ja, Herr Minister, sehen Sie dann die vielfältige Förderung, gerade die finanzielle und auch personelle Förderung für die Kommunen als ausreichend an, damit das Onlinezugangsgesetz bis Ende 2022 umgesetzt werden kann? Oder gibt es Nachbesserungsbedarf? Herr Minister. Ich kann das nicht für den kompletten Zeitraum ausschließen, aber im Moment sehe ich das nicht. Im Moment kommen wir ordentlich voran. Natürlich hat die Pandemie uns hat das Ganze sozusagen nicht in einer besonderen Form befördert, aber wir sind noch guten Mutes, dass wir unseren Auftrag aus dem OZG bis zum Ende erfüllen können. Und irgendwelche finanziellen Herausforderungen, die wir bisher noch nicht gesehen haben, sind zumindest nach meinem Kenntnisstand nicht vorhanden, sodass ich glaube, wir kommen mit dem aus, was wir haben. Aber ich will es nicht ausschließen, wenn im laufenden Prozess sich noch was ergibt, dann werden wir uns überlegen, wie wir die Kommunen da bestmöglich auch unterstützen können. Vielen Dank. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Kaffenberger. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Staatsminister, vor dem Hintergrund, dass Sie eben gerade die kleinen Kommunen angesprochen haben. Ja, es gibt diese Modellcluster. Ja, ein Modellcluster ist auch zum Beispiel die Digitalstadt Darmstadt drin mit kleineren Kommunen, zum Beispiel Rostock. Jetzt ist es aber so, dass ich aus der Presse entnehmen musste, dass in der Digitalstadt Darmstadt, die ja eine große Kommune darstellt, nicht davon ausgegangen wird, dass das bis Ende innerhalb der Frist des OZG umgesetzt werden kann. Insofern würden Sie nicht sagen, dass das möglicherweise ein Zeichen sein könnte, dass man nachbessern müsste? Herr Staatsminister. Ich kenne diese Berichterstattung nicht, ist jetzt auch mir noch nicht vorgetragen worden. Es ist eine herausfordernde Aufgabe, darüber gibt es keinen Streit. Wenn wir bis zum 31. Dezember 2022 sämtliche Verwaltungsdienstleistungen im Lande Hessen für den Bürger zumindest online verfügbar machen wollen, dann ist das herausfordernd, aber ich glaube nach wie vor, dass es noch leistbar ist. Wir sind ja nicht in der Pflicht, das sagt das OZG nicht, dass wir Volldigitalisierung herstellen müssen, sondern wir müssen den Zugang für den Bürger digital ermöglichen. Wir wollen gleichwohl im Moment die Vorbereitung auf das OZG nutzen, dass wir nicht nur Front Office-mäßig Digitalisierung für den Bürger dort
ich sag mal, ermöglichen, sondern dass wir idealerweise, dafür sind unter anderem auch die 15 Modellkommunen da, dass wir diese Prozesse, die Verwaltungsdienstleistungen zumindest in Teilen voll digitalisieren, dass es also nicht praktisch im Front-Office, also nicht praktisch beim Zugang des Bürgers endet, sondern dass die Verwaltung dann, nachdem der Bürger seinen Zugang digital gefunden hat, dass dann digital sozusagen der komplette Verwaltungsprozess hinten raus im Backoffice ebenfalls ausgestaltet wird. Das wird wahrscheinlich nicht für alle 400 oder knapp 500 Dienstleistungen erfolgen, möglich sein, wird da wahrscheinlich nicht erforderlich sein, aber den Teil Auftrag des OZG, da bin ich im Moment noch zuversichtlich, dass wir das schaffen können, dass wir das bis zum Termin auch überwiegend herstellen können. Danke, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Ich sehe keine Zusatzfrage und rufe auf die Frage 454. Fragesteller ist der Kollege Felix Martin. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, wie unterstützt sie Arbeitsmarktprojekte während der Corona-Pandemie? Herr Staatsminister Klose. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich darf diese mündliche Frage im Einvernehmen mit dem Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen beantworten. Im Zuge der Corona-Pandemie wurden alle Projekte und Förderprogramme der Arbeitsmarktförderung und der beruflichen Bildung fortgeführt und nach Bedarf ausgeweitet. Bei den laufenden Förderprogrammen wurden, sofern erforderlich, für Projektträger, die ihre Maßnahmen nicht wie geplant umsetzen konnten, Erleichterungen geschaffen und digitale Umsetzungsvarianten ermöglicht. Im Bereich Arbeitsmarktförderung wurden zudem folgende Angebote zur Bekämpfung der Corona-Folgen am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt auf den Weg gebracht. Aus dem Sondervermögen Hessens gute Zukunft sichern werden für die Umsetzung insgesamt 25 Millionen Euro für zwei zusätzliche Förderangebote zur Verfügung gestellt. Schutzschirm für Ausbildungssuchende und Brückenqualifizierung für Frauen sind Bestandteil des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration. Mit dem Schutzschirm für Ausbildungssuchende werden Projekte für benachteiligte junge Ausbildungssuchende gefördert, die aufgrund der krisenbedingten Verwerfungen am Ausbildungsmarkt bislang nicht mit einem Ausbildungsplatz versorgt werden konnten. Das Angebot Brückenqualifizierung von Frauen fördert Projekte für Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Frauen mit und ohne Kinder. Ein Fokus liegt auf Projekten für Alleinerziehende sowie auf Präventionsprojekten für Frauen, die sich noch in Arbeit befinden, aber von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Beide Förderangebote sind grundsätzlich rechtskreisoffen ausgerichtet. Die Teilnehmenden müssen nicht ausschließlich über die Jobcenter zugewiesen werden, sondern sie können auch direkt vom Träger angesprochen oder selbst initiativ werden. Das trägt zur schnellen Verfügbarkeit der geförderten Hilfsangebote bei. Von den insgesamt vorgesehenen 25 Millionen Euro wurden in einer ersten Förderrunde im Oktober 2020 16 Millionen Euro für hessenweit 64 ausgewählte Projekte bewilligt. Damit können voraussichtlich rund 1.500 Teilnehmende erreicht werden. Für das Frühjahr planen wir einen weiteren Förderaufruf. Die geförderten Projekte in beiden Förderangeboten greifen Methoden digitalen Lernens auf, entwickeln und vertiefen die digitalen Kompetenzen der Teilnehmenden. Digitale Kompetenz ist eine wichtige Voraussetzung, um auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Gerade benachteiligte Menschen brauchen auf diesem Feld eine besondere Unterstützung. Durch die Corona-Pandemie ist besonders deutlich geworden, wie wichtig Digitalkompetenz in unserer Gesellschaft ist. Um den ausgewählten Trägern angesichts des dynamischen Infektionsgeschehens die Möglichkeit zu geben, ihre Projekte auch bei möglicherweise verschärften Kontaktbeschränkungen weiter umsetzen zu können, wurde ihnen angeboten, die digitale Erbringung der Angebotsinhalte zu stärken und hierfür zusätzliche Mittel zu erhalten. Ziel ist, dass die Träger für alle Varianten der Projektdurchführung bis hin zum ausschließlich digitalen Unterricht gerüstet sind. Davon wurde bislang in einem Umfang von rund 590.000 Euro Gebrauch gemacht. Im Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget wurden den Gebietskörperschaften für 2021 zusätzliche Mittel in Höhe von 3 Millionen Euro für Projekte zum digitalen Lernen in Aussicht gestellt. Dies trägt den durch die Corona-Pandemie verursachten Rahmenbedingungen Rechnung und unterstützt sie dabei, ihre Angebote zu digitalisieren und für die entsprechenden Zielgruppen geeignete digitale Formate zu entwickeln.
Die Corona-Pandemie hat im Bereich der über das Arbeitsmarktbudget geförderten Maßnahmen zu einem zunehmenden Bedarf, insbesondere an Schuldnerberatung und psychosozialer Beratung, geführt. Um diesem Mehrbedarf Rechnung zu tragen, wurden den Gebietskörperschaften zusätzliche Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds in Höhe von 4,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Diese Mittel werden zur Laufzeitverlängerung und/oder zur Kapazitätsaufstockung laufender Projekte im Arbeitsmarktbudget genutzt. Um einen möglichst weitgehenden Gestaltungsspielraum und eine zeitnahe Umplanung der Maßnahmen zu ermöglichen, wurde für die zusätzlichen Mittel die im Arbeitsmarktbudget ansonsten bestehende Kofinanzierungspflicht außer Kraft gesetzt und damit eine Vollfinanzierung aus den zusätzlichen Mitteln ermöglicht. Dies stärkt die Gestaltungskraft der Kommunen und ermöglicht wirksame Unterstützungsmaßnahmen für Menschen, die sich aufgrund der Corona-Pandemie in einer schwierigen Lebenslage befinden. Zudem ist derzeit eine aus REACT-EU-Mitteln, zu Deutsch die Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas, finanzierte Unterstützung für hessische Bildungs- und Qualifizierungsträger zur Umsetzung ganzheitlicher Digitalisierungskonzepte geplant. Das Förderangebot soll sich vorwiegend an kleinere Bildungs- und Qualifizierungsträger der Arbeitsmarktförderung richten und steht derzeit noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der EU-Kommission. Auch hier handelt es sich um eine Vollfinanzierung, die die Träger flexibel und schnell in die Umsetzung bringt. Im Bereich berufliche Bildung wurden im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie folgende zusätzliche Förderangebote auf den Weg gebracht. Im Rahmen des Sondervermögens Hessens gute Zukunft sichern wurden Mittel für die Unterstützung des Ausbildungsmarkts eingeplant. In diesem Kontext wurde auch eine Förderrichtlinie zur Förderung der Verbundausbildung in kleinen und mittelständischen Unternehmen im Rahmen der Corona-Pandemie geschaffen. Zusätzlich wurde auf die veränderte Situation am Ausbildungsmarkt in bestehenden Förderprogrammen beispielsweise durch eine Veränderung der Antragsfrist reagiert, die dadurch über die geplanten Haushaltsansätze in 2020 hinausgehenden Mittelbedarfe in bestehenden Förderprogrammen konnten so befriedigt werden. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen, Kollege Martin? Vielen Dank, Herr Minister, für die ausführliche Beantwortung. Zu Beginn der Corona-Pandemie waren ja viele der Meinung, dass es zu Massenentlassungen kommen würde und sehr viele Menschen arbeitslos würden. Wie sind denn Ihre Erfahrungen? Ist das eingetreten? Mittlerweile gab es ja durchaus auch, ich hoffe, das bin nicht ich, gab es durchaus ja auch wieder Menschen, die wieder in den Beruf gekommen sind. Die Zahlen sind zurückgegangen. Wie beurteilen Sie denn die Entwicklung auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt, gerade auch vor dem Hintergrund der genannten Programme? Herr Minister. Herr Abgeordneter, ich glaube, dass die sehr zeitnah eingeleiteten Maßnahmen auch auf Bundes- und EU-Ebene durchaus dazu geführt haben, der Problematik sehr gut zu begegnen. Ich habe ja viele der Programme eben auch vorgestellt. Allerdings ist es noch zu früh, um abschließend zu beurteilen, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie insgesamt auf den Arbeitsmarkt haben wird, da wir, glaube ich, das wissen wir ja auch aus der Beobachtung der wirtschaftlichen Situation, damit rechnen müssen, dass es da auch noch einen Nachlauf gibt, der sich auch auf dem Arbeitsmarkt abbilden wird. Weitere Zusatzfrage stellt der Kollege Janke Pürsün. Danke, Herr Präsident. Herr Staatsminister, vorhin war eine Demonstration nicht fern vom Landtag von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern am Flughafen. Das ist ja die größte Arbeitsstätte in Deutschland und da ist auch der bislang größte Arbeitgeber in Hessen ansässig. Engagieren Sie sich da und informieren Sie sich da auch persönlich in diesem Bereich? Herr Minister. Herr Abgeordneter, ich danke Ihnen für diese Information. Sie wissen, dass sowohl der Wirtschaftsminister als auch der Finanzminister, der ja Mitglied des Aufsichtsrats der Fraport ist, als auch die gesamte Landesregierung sich sehr für das interessiert, was am Flughafen passiert. Das ist auch klar, denn wir sind Anteilseigner. Insofern ist das für uns von besonderem Interesse. Die nächste Zusatzfrage stellt der Kollege Dr. Naas. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Staatsminister, wie haben Sie denn bisher die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der WISAG unterstützt in Ihrem Kampf um Ihre Arbeitsplätze konkret? Herr Staatsminister. Herr Abgeordneter,
Ich habe Ihnen ja die zahlreichen Programme, die wir grundsätzlich ergriffen haben, eben vorgestellt. Ansonsten sind wir auch mit den Mitarbeitern, die am Flughafen betroffen sind, im Gespräch. Das sind verschiedene Mitglieder der Landesregierung und wir tauschen uns selbstverständlich darüber intensiv aus. Vielen Dank. Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht und darf deswegen aufrufen. Die Frage 455, Fragesteller ist auch hier, der Kollege Martin. Ja, so. Vielen Dank. Ich frage die Landesregierung, welche Zielsetzung verfolgt sie mit dem Jugendaktionsprogramm von 2021 bis 2024? Herr Staatsminister Klose. Herr Abgeordneter, das Land Hessen fördert seit dem Jahr 2000 die politische und gesellschaftliche Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Jugendaktionsprogrammen zu jeweils unterschiedlichen, im Austausch mit den Trägern festgelegten Schwerpunktthemen. Die rechtliche Grundlage der Förderung ist dabei § 39 Absatz 2 des Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs. Diese Aktionsprogramme sind fester Bestandteil der gesetzlich vorgesehenen Förderung der außerschulischen Jugendbildung in Hessen. Sie beruht auf zwei Säulen. Die erste Säule ist die gesetzliche Beteiligung der Träger an den Einnahmen aus Sportwetten und Lotterien, die eine landesweite Angebotsinfrastruktur sicherstellt und die Autonomie der Träger in der Schwerpunktsetzung und Gestaltung ihrer Angebote stärkt. Diese Förderung wurde in der laufenden Legislaturperiode entsprechend den Zielen des Koalitionsvertrags um 10% erhöht. Der derzeit in Beratung befindliche Gesetzentwurf zum Hessischen Glücksspielgesetz sieht eine weitere Anhebung um 10% ab 1. Januar 2022 vor. Die zweite Säule bilden sogenannte Aktionsprogramme, mit denen neue Wege und Methoden in der außerschulischen Jugendbildung erprobt werden. Diese Programme sind mehrjährig angelegt und sie werden wissenschaftlich begleitet. Das aktuelle Jugendaktionsprogramm greift mit dem Titel Zwischen Einbringen und Ausprobieren, Beteiligung und Freiräume für Partizipation und Demokratie zentrale Themen der jugendpolitischen Diskussion auf. Ziel ist die Auseinandersetzung der Träger damit und eine darauf ausgerichtete Fortentwicklung der Angebote anzustoßen. So werden Möglichkeiten geschaffen, neue Angebote und methodische Ansätze der außerschulischen Jugendbildung zu entwickeln und zu erproben, um jungen Menschen Lern- und Erfahrungsräume zu eröffnen, in denen sie die Übernahme von Verantwortung, die Artikulation von Interessen, Ideen und Positionen sowie das Erlernen von Aushandlungsprozessen üben können. Die Angebote dienen damit der zielgerichteten Förderung und Entwicklung junger Menschen und unterstützen ihr Hineinwachsen in eine demokratische Gesellschaft. Für diese Projekte und ihre wissenschaftliche Begleitung stehen innerhalb von 3 Jahren insgesamt rund 1,2 Millionen Euro zur Verfügung. Die entsprechenden Anträge können noch bis zum 31. Mai 2021 gestellt werden. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall.